Ich glaube, ich sollte die Steuerung übernehmen. Nein. So, ich ziehe jetzt an. Wenigstens nicht daneben schießen. Ja, ja, wartet mal. Wir können eigentlich sogar die Lebensanzeige immer anmachen. Ich mach's mir jetzt irgendwie einfacher. Aber nicht die Schwierigkeit ändern. Na, ist das zu langweilig. Na, auf keinen Fall. So, das ist schon mal gut. Hier, unsere Waffe. Dann brauchst du mich ja nicht. Nö. Brauch ich zwar auch generell nicht, aber... Was sitze ich denn überhaupt hier? Weiß ich nicht. Konzentrier dich jetzt und schieß den Kerl um. Alles klar. So. Und vergiss nicht noch aufzuheben, ne? Ja, ja. Da ist deine Munition. Ja, das habe ich jetzt angeschaut. Wir haben 6 Schuss. 6 Stück. Noch nicht schießen. Nee. Hau den doch noch mal ein bisschen kaputt. Vielleicht kann man den ja was abziehen. Hey. Na, warte, ich muss jetzt erstmal hier gucken, wo ich bin. Oh. Das Steuerkreuz muss ich auch erstmal checken. Jetzt treten, hauen! Hauen kaputt! Mein Gott, Carmelie. Ist er kaputt? Ich glaube, der ist tot. Okay, dann mach ich mal was anderes. Kleines Ding aufheben. Die habe ich schon. Ach, hast du schon. Ich habe irgendwie das Gefühl, da ist könnte ja überall was drin sein in den Kisten. Und die Lampe wieder mitnehmen oder geht das nicht? Muss ich ausprobieren? Ne. Okay. Jetzt müssen wir richtig drauf achten wegen Munition. Ja, wir haben schon keine mehr. Okay, Munition alle? Ach nee! So, da rein. Ja, ja, ich weiß, aber ich will noch gucken. Kann nicht sein, dass hier keinerlei... Die müssen doch an solche Anfänger wie mich denken! Kann doch nicht sein! Hast du vielleicht welche? Naja, also wir müssen da lang, ne? Okay. Ich glaube, die Munition war genau für ihn abgerechnet. Ich habe aber zweimal daneben geschossen. Ja. Da war gerade noch was. Ja, ich weiß. Okay. Gehen wir erstmal hier hin. So, keine Ahnung, was das bringen soll. Aber hier liegt zum Beispiel eine Kiste. Die geht nicht kaputt. Okay. Oh nein. Und ich habe keine Muni mehr. Tut weh, tut weh. Whoa. Tut weh. Ja, das tut wirklich weh. Wolltest du mich gerade warnen? Du bist Leslie, oder? Ich bin Polizist. Kann ich dir helfen? Dir helfen? Scheiße. Wie bringe ich dich denn nur ins Krankenhaus? Krankenhaus. Krankenhaus! Verdammt nochmal. Okay, wir müssen uns jetzt irgendwie... Oh! Ich wollte mich ducken! Also, ehrlich. Oh! Jetzt sag mir nicht, wir müssen das jetzt alles nochmal neu machen. Ja, der Typ ist schon tot. Oh, ist das peinlich. Aber du siehst hier die Kiste, ne? Mhm. Ja, die geht nicht kaputt. So, jetzt kommt er wieder mit tut weh. Warte, ich schau... Nein! Ah. Tut weh! Whoa.
Wolltest du mich gerade warnen? Du bist Leslie, oder? Ich bin Polizist. Kann ich dir helfen? Was blubbert denn da bei dem? Wie bringe ich dich denn nur ins Krankenhaus? Okay, drei. Warte mal. Ah, guck mal, ich kann sogar zielen. Ah, guck mal, ich hab das gefunden. So, ich muss erstmal raus. Ah. Warte mal. Stand doch irgendwas mit halten. Gegenstand erhalten. Fallenteile erhalten. Fallenteile wären benötigt, um Bolzen für die Qualenarmbrust herzustellen. Okay, wir können sogar eine Armbrust bauen. Wird ja immer lustiger. Ja. So, wo ist der Vogel jetzt hingelaufen? Unser Leslie. Leslie? Das Geräusch macht mir Angst. Oh, ich glaube, ich habe mal wieder die Kamera falsch. So. Erinnert mich irgendwie gerade. Oh Gott. Ich glaube, da liegt Muni. Mhm. Damit man auch mal erkennt, das hier müssen wir uns auch auf jeden Fall auch merken. Ich glaube, das hier ist Munition. Ne. Das sind Streichhölzer. Ich will aber Muni haben. Da liegt da was drin, oder? Schatz, da liegt was drin. Ja, ich hab's gesehen. Ich bin zu doof zum Laufen. Haben wir mitgenommen. Auf dem Berg kann man nicht hoch, ne? Ich frage mich gerade nur, ob wir... Nee. Auf dem Berg hoch können? Gute Frage. Springen? Ne, das war der falsche Knopf. Also springen kann ich nicht. Also wenn ich das gewusst hätte, dass ich hätte zielen können, ne? So. Dann hätte ich es schon eher gekillt. Dann hätten wir jetzt wahrscheinlich noch einen Schuss... Oh, Schuss, hier ist ein Zelt. Einen Schuss übrig. Oder muss ich das anzünden? Als Lagerfeuer. Weil du die Streichhölzer hast, ne? Ja, so meine Überlegung. Aber ich glaube, ich gehe jetzt erstmal... Sollten wir hier rein, oder? Oh, schon wieder die Oma. Okay, was ist das denn? Liebesbrief? Nee. Tagebuch von Sebastian Castellanos, November 2004. Ah, endlich habe ich mein Goldabzeichen, Detective Sebastian Castellanos, das klingt gut. Hat eine halbe Ewigkeit gedauert, aber sie sagen, dass mein Aufstieg einer der schnellsten jemals war. Kann's kaum erwarten. Als Detective kann ich mehr Gutes bewirken, als er mir als Streifenkopier möglich war. Außerdem muss ich auch nicht mehr diese bescheuerte Uniform tragen. Und zu der Gehaltserhöhung sage ich auch nicht nein. Das KCPD kann jeden Mann gebrauchen. Die Zahl der Verbrechen ist in letzter Zeit unverhältnismäßig gestiegen. Crimson City ist mein Zuhause und es ist mein Job, die Stadt zu beschützen. Ah, das schön. Toll. Kaum. Ist sie aber gerade durchgegangen. Ja. Scheiße. Verarschen, jetzt sind wir doch wieder hier. Als hätte man solche Tagträume, ne? Als hätte man sie nicht alle. Aber, ja, aber wir haben die Lampe an uns dran. Und wir haben die Knarre. Oh. Und wir können hier nicht rennen. Ich gucke jetzt erstmal, ob hier irgendeine Tür aufgeht. Nochmal. Schatz, du bist leicht geschockt heute, merkt man. Ja, ich bin total verwirrt. Also ich blick in der Story außer dem Anfang.
Du hast doch noch vorhin über den Spiegel gemeckert, ne? Dass man da nicht durchgucken kann, ne? Ja, aber... Zeitreisen! Okay, da muss jetzt erstmal einer durchblicken. Du bist doch hier der Spiegel-Nerd. Der besorgten Typ also. Sie sehen nicht gut aus. Sie sollten besser auf sich aufpassen. Alles klar. Ich würde mal sagen, wir speichern erstmal. So. Müssen wir uns jetzt wieder auf diesen dämlichen Stuhl setzen? Oder wieder zurück durch den Spiegel? Oder, warte mal. Leslie. Das ist unser... Vermisst. Leslie Withers. Der Psychiatriepatient Leslie Withers verschwand aus einem abgeschlossenen Zimmer in der Beacon Nervenklinik. Der hat uns doch vorhin das Leben gerettet. Ja, der hat uns gewarnt vor der Schnur da. Das ist auch ein Spiegel. Den will ich aber noch nicht benutzen. Ich will jetzt erstmal gucken, ob ich hier wieder irgendwas machen kann. Wir haben 1000 von diesen Gehirnpunkten eingesammelt. Irgendwas können wir da verbessern. Frag mich nur noch nicht was. Vielleicht dann für wieder normal. So, Lebensanzeige. Mit erhöhter Ausdauer kannst du länger sprinten. Auf Stufe 5 ist die Reaktion der Ausdauer so beschleunigt. Nahkampfschaden. Ich glaube, den sollten wir verbessern, oder? Wir können noch viel mehr verbessern. Ach du Scheiße. Nahkampfschaden. Steigt den Schaden geringfügig, wenn Gegner getroffen werden. Wir haben 2000 Punkte. Ne, wir haben 1000 Punkte. Hier, das sind unsere Punkte. Wir haben 1000 Punkte und hier steht, was wir an Punkte brauchen. Was das kostet, ne? Ja. Dann würde ich sammeln, oder? Ja, wir lesen trotzdem. Gesundheitsregeneration durch die Spritze erhöht. Wie benutzt man die eigentlich? So, Waffen. Schadensmultiplikator erhöht Feuerkraft für mehr Schaden. Feuerrate. Das könnten wir zum Beispiel machen. Verringert die Zeit zwischen den abgegebenen Schüssen für eine höhere Feuerrate. Nachladegeschwindigkeit können wir auch machen. Verringert die zum Nachladen benötigte Zeit. Erhöht die Kapazität des Magazins. Das klingt schon mal gut. Das ist schon am besten eigentlich, ne? Verringert das Wackeln der Zielhilfe für eine bessere Zielgenauigkeit. Wir haben aber noch mehr hier. Kaliber. Erhöht die Menge der Handfeuerwaffenmunition, die zusätzlich mitgeführt werden kann. Ganz schön teuer alles. Granaten. Erhöht die Menge der Granaten, die mitgeführt werden kann. Erhöht die Menge der Spritzen und erhöht die Menge der Streichhölzer, die mitgeführt werden können. Warum Streichhölzer? Ja, wofür bist du? Warten oder noch sammeln oder? Ich würde sagen, wir würden erstmal unsere Waffen verbessern. Was möchtest du denn machen? Wir haben 100 Punkte, 1000 Punkte. Wir könnten jetzt so gesehen für 1000 einen Schuss mehr bekommen. Oder wir machen für 500 die Nachladegeschwindigkeit und für 500 die Genauigkeit besser. Ich würde sagen, die Genauigkeit, oder? Okay. Weil du ja eh nicht der beste Schütze bist. Vielen Dank. So, und dann könnten wir noch das hier machen, die Nachladegeschwindigkeit. Dann lädst du schneller nach. Okay. Oh ja, jetzt bin ich gekommen. Also wir können immer wieder zu dem Stuhl zurück. Wir können immer... Das ist so gesehen, wir machen Reisen durch die Spiegel und können dann immer wieder zu dem Stuhl zurück und unsere Fähigkeiten verbessern. Glaube auch. So, hier ist nämlich den Spiegel. Was hast du denn? Was ist denn dein Problem? Hä? Kann ich hier eigentlich rein? Nein. Nee. Okay. Bleibt da so noch die Wahl zwischen den Spiegel. Zum Spiegel. Ja. Hier ist ein. Sag mal. Sind wir wieder in der Hütte? Von gerade? Ja. Schatz, da kann man eine Kiste kaputt machen. Vielleicht, ich hoffe es. Und was kann man da nehmen? Halten? Halten ist für den Spiegel. Ach so. Das kann man nicht, okay. Ja, aber eins verstehe ich gerade nicht. Der andere Spiegel, pass auf. Wenn ich mal mit der Kamera klarkommen würde. Pass mal auf, ich nutze jetzt wieder den Spiegel. Hallo? Ach, ich muss gedrückt halten. Der besorgte Typ also. Ja, wenn du aber auch den zu dem Spiegel rennst. Schatz, ich kann dir nicht folgen, was ist dein Problem? Wir kommen wieder in der gleichen Hütte. Ja, aber bei zwei verschiedenen Spiegeln.
Ja, weil du hinten und vorne, damit du nicht mehr so weit rennen musst. Oder das ist so gesehen eine Art Portal. Ne? Ja. Um immer wieder irgendwie zu speichern, weil du hier sonst irgendwie nicht wirklich speichern kannst. Ah, ja, natürlich. Und unsere Fähigkeiten zu verbessern. Genau, weil diese grünen Sachen sind wirklich wichtig. Jetzt müssen wir erstmal rausfinden, wo wir jetzt hin müssen. Genau, würde ich auch mal sagen.